Rein rechnerisch könnten beide noch absteigen. Gastgeber Luckenwalde so gut wie gerettet. Greifswald hat sich mit 4 Niederlagen in Folge nochmal in Bedrängnis gebracht. Moritz Rosenberg kann heute nicht helfen, der hatte sich im Training das Wadenbein gebrochen. Gute Genesung. 8 Punkte Vorsprung hat der GFC auf einen möglichen Abstiegsplatz. Nur ein Punkt und das Thema Abstieg wäre für die Mannschaft von Lars Fuchs schon wieder vom Tisch. Er änderte seine Startelf auf 4 Positionen, hatte Männerfußball gefordert und der wurde ihm dann auch geboten. Sofian Benjamina in der 3. Minute mit der 1. Möglichkeit für die Gäste, ganz nach dem Geschmack des Trainers. Seine Mannschaft mit einer guten Vorstellung. Luckenwalde fand selten Lösungen nach vorne gegen eine gute Ordnung der Greifswalder. Jetzt mal mit Phil Butendeich. 1. Möglichkeit auch für die Gastgeber nach 19 Minuten. Michael Braune hatte seine Startelf auf 5 Positionen insgesamt verändert. Der direkte Gegenzug. Flath grätscht in diesen Ball, der wird unfreiwillig zur Vorlage. Thoms ist draußen und dann rettet Hadl für seinen Keeper. Die Situation zunächst geklärt, aber dann gibt es nochmal eine Flanke und die verwertet Sofian Benjamina zur Führung für die Gäste. Benjamina nach längerer Verletzungspause im 2. Spiel von Beginn an wieder dabei, nutzt die 2. Möglichkeit zur Führung. Der GFC arbeitet am Auswärtssieg. Die 27. Minute, Krolikowski hat das Auge für Benjamina, der gegen 2 setzt sich durch und schiebt ein in die rechte Ecke. Sofian Benjamina mit dem Doppelpack. Und dann gibt es erstmal ein Küsschen für seine Liebsten. Helwig und Janen sind bei ihm, aber lassen ihn gewähren. Keiner greift richtig ein und Andreas Thoms ist aus dieser kurzen Distanz dann machtlos. Greifswald hat das Spiel im Griff. Dann dieser Rückpass von Sire in den luftleeren Raum. Brändig ist draußen und kann klären. Und Phil Butendeich nimmt Maß und trifft. Nur noch 1:2. Mit seinem 4. Saisontreffer stellt Phil Butendeich den Anschluss her. Ein individueller Fehler macht's möglich, den Brändig hier eigentlich noch klärt, aber der Ball ist abgefälscht und fällt Butendeich vor die Füße. Julian Klü kann da nur noch hinterher schauen. 1:2 nach 36 Minuten. Und die Hausherren haben Blut geleckt. Eckball kurz vor der Pause. Helwig bringt den Ball nochmal rein und da lauert Hadl am langen Pfosten. Der Kapitän ist aufgerückt und hat die Möglichkeit hier auf den Ausgleich. Kommt da regelrecht reingeflogen und verpasst nur ganz knapp den Ausgleich. 2:1 für den Greifswalder FC nach 45 Minuten. Greifswald hat Luckenwalde nochmal zurück ins Spiel geholt. Und die Gastgeber kommen gut aus der Kabine. Die 48. Minute, Tim Goeth auf Phil Butendeich. Doppelpass mit dem Gegner und dann hat Butendeich das Glück des Tüchtigen. Der Ausgleich durch Phil Butendeich. Sanin grätscht hier in diesen Ball, bringt ihn unfreiwillig zu Butendeich zurück und Brändig kann ihn nicht mehr entscheidend ablenken. 2:2. Luckenwalde jetzt mit viel Rückenwind. Die 55. Minute, Freistoß Luckenwalde, Christian Flath wird ihn ausführen und drin ist er. Christian Flath wendet das Spiel aus 0:2 nach 3:2. Schön um die Mauer gezirkelt, Brändig ist noch mit den Fingern dran, kann den Treffer nicht verhindern. Luckenwalde ist jetzt on fire, nur eine Minute später, Butendeich auf Gollnack. Ja, und den muss er eigentlich machen. Dimon Gollnack aus kurzer Distanz gegen die Laufrichtung des Keepers, aber der hat noch seine Fußspitze im Spiel. Greifswald lässt den Gegner gewähren. Ist Tim Goeth, versitzt Klü und dann Aluminium. Und Gollnack ist dann im Abseits, die Szene wird abgepfiffen. Schöne Einzelaktion von Tim Goeth, lässt hier Klü super aussteigen und dann hat er das Pech im Abschluss. Der Ball noch auf der Linie, es bleibt beim 3:2.
Was sind das jetzt für Chancen, die der GFC zulässt und der FSV auslässt? Nächste Möglichkeit, Till Plumpe, vorbei an Brändig, aber auch vorbei am Tor. Till Plumpe, der war nach einer guten Stunde in die Partie gekommen. Der anschließende Eckball, getreten von Christian Flath. Und am langen Pfosten lauert wieder Hagel und diesmal trifft er. Marcel Hagel, der Kapitän, besorgt die Vorentscheidung. 4:2 für Luckenwalde. Und es ist ein kleines Jubiläum für Marcel Hagel, der Treffer Nummer 25 im 292. Spiel für den FSV. Bitter für den GFC, erst 2:0 geführt, jetzt 2:4 hinten. Und es kommt noch dicker, Christian Flath nimmt Maß und dann trifft auch er zum zweiten Mal. Doppelpack für Christian Flath. Des einen Freud ist bekanntermaßen des anderen Leid. Er konnte einem fast leid tun, Jonas Brändig im Tor der Gäste. Seine Mannschaft brach komplett auseinander. Nach vorne ging gar nichts mehr und nach hinten hatten sie Probleme. Das ist Till Plumpe und der traut sich mal was. Und aus spitzem Winkel setzt er das i-Tüpfelchen auf diese Partie. Ein halbes Dutzend schenkten sie ihm ein, dem armen Jonas Brändig. Es war jetzt nach dem Motto, jeder Schuss ein Treffer. Hier ist Brändig noch mit den Fingern dran, aber kann wieder nicht entscheidend klären. Am Ende gewinnt Luckenwalde mit 6:2 gegen Greifswald und Phil Butendeich freut sich über die Leistungssteigerung in Halbzeit 2. Also erste Halbzeit war auf jeden Fall nicht gut von uns. 2:1 war, glaube ich, nochmal zum richtigen Zeitpunkt, dann sind wir wach geworden. Und dann zweite Halbzeit haben wir einfach ein super Spiel gemacht. Ich glaube, Greifswald hat auch nicht gut gespielt und dann haben wir unsere Chancen halt eiskalt genutzt, ne? Und du hast 2 auf jeden Fall schon mal gemacht. Ich habe 2 gemacht. Er hat mich gefreut, dass ich so dem Team helfen konnte. Aber letztendlich sind es auch nur ein Tor. Hätte mich auch gefreut, wenn ich nur 1 gemacht hätte oder so. Ich glaube, man muss Woche für Woche sein Zeug machen, auch irgendwo in Flow kommen. Ich glaube, es ist nicht hilfreich, wenn man vor dem Pokalfinale 2-3 Mal verliert. Von daher wollen wir jedes Spiel gewinnen und so uns dann auch eine gute Form erarbeiten und die dann mit ins Pokalfinale nehmen. Der FSV ist jetzt auch formal gerettet. Zum Saisonende warten noch der BFC Dynamo und Halberstadt, bevor es dann den Saisonhöhepunkt gibt, das Pokalfinale gegen Energie Cottbus. Der GFC empfängt im vorletzten Spiel nächsten Sonntag den ZFC Meuselwitz. Sollten sie auch dieses Spiel verlieren, dann kommt es nochmal zu einem richtigen Saisonfinale in Sachen Klassenerhalt. Ja, ist schon schwer jetzt direkt auf Meuselwitz zu gehen, weil das können wir nicht so stehen lassen. Da wird es auch das ein oder andere kritische Wort mehr geben als sonst. Da muss man einfach schauen, wie es dann weitergeht mit den einzelnen Jungs auch, weil das zweite Halbzeit war dann halt echt schlecht. Und da muss man auch klar das ansprechen und da können wir nicht einfach so drüber gehen. Deswegen bin ich noch nicht bei Meuselwitz, sondern erst ab Mittwoch, Donnerstag und werden das jetzt morgen vernünftig auswerten und auch unsere Schlüsse rausziehen. Und dann muss Lars Fuchs auch noch schlichten. Einige mitgereiste Fans taten ihre Meinung lautstark kund, ihre Unterstützung. Aber wird am nächsten Sonntag gegen Meuselwitz gebraucht.